In diesem Video gucken wir uns einmal den Funktionsblock 3a genauer an. Das ist hier der, ich sag mal, ausgangsseitige Teil der LED-Kette. Im Video danach gucken wir uns den eingangsseitigen Teil an, jetzt erstmal den ausgangsseitigen. Was man hier sieht, ist, dass die LEDs, eben rot, gelb, grün, an Operationsverstärkern hängen. Und wie man noch weiß, brauchen LEDs üblicherweise Vorwiderstände, weil die LEDs selber recht steile Kennlinien haben. Warum folgt jetzt daraus, dass man dann wahrscheinlich einen Vorwiderstand braucht? Na, das hängt eben mit dieser steilen Kennlinie zusammen. Denn angenommen, ich betreibe das Ding jetzt an einer Spannungsquelle, die jetzt vielleicht netterweise diese Knickspannung, also diese Forward Voltage liefert, dann braucht die nur so ganz, ganz leicht zu wackeln. Ich sag mal, so ein bisschen marginal größer zu werden. Stellen wir uns mal vor, UF, also die Spannungsquelle, an der die LED direkt angeschlossen ist, die läge nur so ein bisschen weiter hier in diesem Bereich, ich sag mal hier so, dann würde sofort sich daraus ein gigantisch großer Strom ergeben, der die LED entsprechend zerstören würde. Der Vorwiderstand fängt sowas dann ab. Denn wenn der Strom größer wird, wird dann ja auch entsprechend die Spannung über den Vorwiderstand größer. Dann bleibt weniger für die LED und das regelt sich auf diese Art und Weise dann selber ein. Auf microcontroller.net, was jetzt vielleicht nicht die ultimative wissenschaftliche Quelle ist, aber was im Allgemeinen halbwegs passt, sieht man mal die Flussspannung für verschiedene Farben. Also es gibt Infrarot-LEDs, sowas habt ihr zum Beispiel in euren Fernbedienungen am Fernseher meistens drin, wenn ihr nicht heutzutage das Ganze schon per WLAN und Smartphone und sonst wie steuert. Die haben eine relativ geringe Spannung mit 1,2 Volt, also Flussspannung oder Forward Voltage mit 1,2 Volt. Und da seht ihr, jetzt läuft es in Regenbogen im Prinzip hoch. Ne? Fängt an mit Rot, dann kommt Gelb, Grün und die Spannung steigt immer weiter an. Das heißt, für eine blaue LED brauchen wir deutlich mehr Flussspannung, um sie zum Leuchten zu bringen, als zum Beispiel für eine rote LED. Und ihr seht, zwischen Rot, Gelb und Grün, was ja die Farben sind, die wir verwenden wollen, ja, da liegen so im Prinzip 0,4 Volt zwischen. Rot braucht ungefähr 1,8, in der Realität auch manchmal 1,9 oder 2 und Grün braucht 2,2, in der Realität dann manchmal auch 2,3 oder 2,4. Aber das sind so die groben Kategorien für Flussspannungen. Und wegen dieser extrem steilen Kennlinie ist es so, dass die Hersteller es in ihren Datenblättern auch angeben. Die geben dann die Flussspannung an, sagen euch, so, pass auf, die LED braucht, ich sage jetzt einfach mal 2,2 Volt und ist vorgesehen für einen Strom von, und jetzt gibt es Standardtypen, es gibt so Low Power oder Low Current LEDs, die brauchen 5 mA. Dann gibt es die kleinen Standard LEDs, die brauchen 10. Es gibt die etwas größeren Standard LEDs, die brauchen 20 mA. In der praktischen Anwendung bedeutet das jetzt, wir haben meistens so eine Anordnung, also ich möchte die LED mit irgendeiner Spannung betreiben, wo auch immer die herkommt. Die LED hat irgendeine gewisse Flussspannung, die eben von der Farbe abhängt, siehe Tabelle rechts. Der Hersteller macht irgendeine Vorgabe zum Diodenstrom, da sollen jetzt, was weiß ich, 10 mA fließen. Und dann stellt sich eben die Frage, wie passe ich jetzt diese Spannungsquelle, die wahrscheinlich nicht die Flussspannung liefert oder zumindest nicht präzise genug, wie passe ich diese Spannungsquelle auf die LED an und das tue ich eben mit einem Vorwiderstand. Funktioniert jetzt technisch wie folgt. Ich habe die Flussspannung, die ist mir bekannt, laut Datenblatt. Ich habe U0, das ist halt meine Spannung, mit der ich das Ganze versorgen will. Und jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wie viel Spannung bleibt denn hier für URV übrig. Also welche Spannung habe ich denn über diesen Widerstand, den ich gegebenenfalls einstellen muss. Und das kann man mit einem Maschenumlauf vielleicht relativ schnell sehen. Ich rechne es nicht im Detail. Ich gehe davon aus, dass man so viel E-Technik an der Stelle jetzt kann. Denn man kann hoffentlich erkennen, dass die Spannung über dem Widerstand RV gleich die Spannung ist, die ich zur Verfügung habe, also mit der ich das Ganze betreiben will, minus die Flussspannung der LED. Das heißt, ich kenne diese Spannung im Endeffekt auch, die ist mir jetzt bekannt. Was ich auch noch kenne, ist den Diodenstrom ID, den kenne ich laut Datenblatt, deswegen mache ich da mal ein Häkchen dran. Und was offensichtlich ist, hoffe ich, ist, dass das der gleiche Strom ist, der durch den Widerstand RV fließt. Das heißt, auch der ist mir bekannt und damit kann ich dann den Widerstand ausrechnen, den Vorwiderstand ausrechnen, indem ich eben hingehe und die Spannung an den Widerstand nehme und durch den
Strom an dem Widerstand teile. Das heißt, kann ich ausrechnen, wenn ich die entsprechenden Daten habe. Das ist der Anwendungsfall, wenn ich eine LED mit einer festen Spannungsquelle betreibe. Jetzt ist die Frage, haben wir das hier überhaupt in der Schaltung oder sieht das bei uns eigentlich ganz anders aus? Dazu habe ich hier in die Schaltung einmal reingezoomt, also habe nur den relevanten Teil jetzt für uns rausgenommen. Und auch hier sind noch viele Dinge drin, über die wir uns jetzt gar nicht so großartig Gedanken machen müssen. Aber es hat alles eine gewisse Relevanz. Was wir hier sehen, ist, dass diese LED-Konstrukte nicht direkt an der Betriebsspannung hängen. Die Betriebsspannung hängt hier oben irgendwo, sondern die hängen an Operationsverstärkern. Jetzt ist es bei Operationsverstärkern ja so, dass die verschiedene Zwecke erfüllen können. Wenn ein Operationsverstärker als Verstärker arbeitet, dann habe ich ein gewisses Eingangssignal und das kommt halt ein bisschen größer hinten wieder raus. Es gibt aber auch einen anderen Betriebsmodus von Operationsverstärkern. Dazu müssen wir uns ganz kurz mal angucken, ob hier überhaupt oder in welcher Schaltungsform diese Operationsverstärker hier eigentlich vorliegen. Was wir hier sehen ist, dass beide Eingänge beschaltet sind. Das ist der nicht invertierende und das ist der invertierende Eingang. Die sind beschaltet. Das heißt, da geht irgendwas rein, was auch immer das ist. Machen wir uns jetzt gerade keine Gedanken drum. Was wir auch sehen ist, dass vom Ausgang dieses Operationsverstärkers nichts auf die Eingänge zurückgeführt wird. Wer Operationsverstärker als Verstärker kennt, weiß, dass es Gegenkopplung gibt oder Rückkopplung allgemeiner. Und hier liegt keine dieser Rückkopplungen vor. Wenn es keine Rückkopplung bei einem Operationsverstärker gibt, insbesondere keine Gegenkopplung, also einfach nur beide Eingänge beschaltet sind und vom Ausgang nichts zurück auf die Eingänge in irgendeiner Art und Weise geht, dann haben wir es eigentlich immer mit Komparatoren zu tun. Das heißt im Prinzip mit folgender Anordnung. Ich habe hier den Operationsverstärker in meiner unnachahmlich schicken Zeichnungsstilistik. Ich habe beide Eingänge beschaltet, U plus und U minus. Ich habe irgendeine Betriebsspannung. Wir gehen jetzt mal davon aus, das ist 9 Volt. Wissen wir noch nicht so ganz genau, ob es wirklich 9 Volt sind, aber wir gehen mal an der Stelle davon aus. Und am Ausgang dieses Operationsverstärkers hängt jetzt unsere LED-Vorwiderstandskonstruktion. Vielleicht noch formal hier mit Pfeilchen, dass das wirklich die LED ist. Ja, was macht das Ganze jetzt? Dazu müssen wir nochmal kurz überlegen, was eigentlich ein Operationsverstärker tut. Ein Operationsverstärker war eben ein Verstärker, der eine bestimmte Größe verstärkt hat, und zwar um, deswegen dieses Zeichen hier, im Prinzip um unendlich oder um eine gigantisch große Zahl. Und was der verstärkt hat, war hier vorne diese ominöse Differenzspannung, hatten wir die mal genannt. Und wie man erkennen kann, ist die Differenzspannung U plus minus U minus, also ich habe sie jetzt so genannt, entsprechende Eingänge. Und die verstärkt der OP, soweit er kann, um unendlich. Das klingt mathematisch dumm, es ist auch mathematisch dumm. Will sagen, eine kleinste Spannung hier vorne, eine kleinste Differenzspannung, führt zu einer gigantisch großen Spannung am Ausgang. Jetzt ist aber ein Operationsverstärker auch nur eine Schaltung wie jede andere und keine Wunderkiste. Und kann nicht beliebig hohe Spannungen irgendwie generieren. Da kommen jetzt nicht 80.000 kV raus, sondern irgendwie, es gibt ein Limit. Und dieses Limit wird im Prinzip bei einem sogenannten idealen OP durch die Betriebsspannung gesetzt. Wenn man sich das Ganze nochmal als Kennlinie angucken möchte, ich bin ja mal Fan von Kennlinien, weil ich der Meinung bin, dass das irgendwie eine schicke Visualisierung ist, dann funktioniert das wie folgt. Ich habe eine Differenzspannung, die steuert mir das Ganze, deswegen ist sie auf der X-Achse. Und ich habe eine Ausgangsspannung des OPs. Ich nenne sie mal UA. Das wäre diese hier. Spannung an diesem Punkt gegen Masse. Und die Kennlinie von dem Ding sieht jetzt wie folgt aus. Eigentlich ziemlich langweilig, weil es passiert nicht viel. Es geht mehr oder weniger senkrecht runter. Und das passiert nicht viel. Das heißt folgendes, also vielleicht noch die Werte dazu. Hier sind 9 Volt und diese 9 Volt kommen natürlich nicht von ungefähr. Die korrespondieren sofort mit der Betriebsspannung. Und hier unten kommen 0 Volt raus. Also das ist klar, das sind 0 Volt. Und die korrespondieren damit, dass die zweite Betriebsspannung des OPs hier auf Masse hängt, also auf 0 Volt. Ja, und dann macht der OP das hier. Wenn man das Verhalten jetzt mal beschreibt, dann könnte man sowas sagen wie, wenn die Differenzspannung größer als 0 Volt ist, dann liefert der Operationsverstärker am Ausgang die Betriebsspannung, in dem Falle 9 Volt, genauer die positive Betriebsspannung. Wenn die Differenzspannung am OP kleiner ist als 0 Volt,
dann liefert er am Ausgang die negative Betriebsspannung, was in diesem Beispiel hier und auch in der Schaltung 0 Volt ist, weil liegt auf Masse. Das heißt, im Prinzip macht der Operationsverstärker am Ausgang nur zwei Dinge, nämlich 9 Volt und 0 Volt. Die Schaltung heißt, wie gesagt, Komparator. Ich finde, also das ist jetzt, das ist in jedem Video, wo ein Komparator vorkommt, muss ich das loswerden. Ich finde die Bezeichnung völlig daneben und völlig bescheuert, weil Komparator heißt so viel wie Vergleicher, und das liest man dann auch, der vergleicht die Eingangsspannungen, oder dann steht da sowas wie, der vergleicht die Spannung zwischen nicht invertierendem und invertierendem Eingang. Da frage ich mich als mathematisch angehauchter Mensch, ja, was heißt denn vergleichen? Oder auch als Programmierer würde ich mich fragen, was heißt vergleichen? Vergleichen heißt für mich sowas wie ist gleich, ja, nein. Und in einem Fall bei ist gleich würde er Folgendes tun und im Fall von ist nicht gleich würde er was anderes tun vielleicht. Aber das ist nicht der Fall. Der vergleicht die nicht, sondern der überprüft, welche größer ist. Und das kann man natürlich nicht schön in Wort fassen, deswegen hat es sich irgendwie eingebürgert zu sagen, das ist ein Vergleicher. Ich finde es ungeeignet, weil es das Verhalten nicht beschreibt. Das Verhalten ist eben, positive Differenzspannung führt zu Betriebsspannung am Ausgang, negative Differenzspannung führt zu negativer Betriebsspannung am Ausgang. Und hätte ich mich vernünftig ausgedrückt, hätte ich eben gesagt, positive Differenzspannung führt zu positiver Betriebsspannung am Ausgang. So, das ist also das Verhalten. Und jetzt kann man hier, glaube ich, relativ leicht interpretieren, was das jetzt mit der LED zu tun hat. Denn am Ausgang 9 Volt heißt, LED ist an. Das hier heißt, LED ist aus. Das heißt, wenn es darum geht, diesen Vorwiderstand hier zu bestimmen, dann ist eigentlich nur dieser Fall hier relevant. Der andere ist im Grunde völlig egal. Und jetzt kann man sich eben überlegen, dass in diesem Falle wohl 9 Volt circa anliegen an dieser Reihenschaltung aus LED und Vorwiderstand. Das heißt, man könnte jetzt genau in diese Rechnung gehen, in der wir eben schon mal waren. Das heißt, wir haben im Prinzip sowas. Der Operationsverstärker spielt Spannungsquelle, liefert hier 9 Volt. Ich habe den Vorwiderstand, den muss ich bestimmen. Ich habe die LED, die hat eine gewisse Flussspannung. Die kenne ich laut Datenblatt. Ich habe einen Diodenstrom, den ich haben will, kenne ich laut Datenblatt. Und ich kann genau die gleiche Rechnung aufmachen, die ich eben in dem Video beschrieben habe und damit jetzt meinen RV bestimmen. Und das ist eben ein leicht abweichender für jedwede Farbe. Hinterher muss man das Ganze sowieso noch auf E reinrunden und dann kann es sogar mal passieren, dass dann sowas wie Grün und Gelb, weil die mit der Flussspannung so nah aneinander liegen, dann plötzlich den gleichen Vorwiderstand kriegen. Tendenziell kann man sagen, sicherheitshalber, wenn man hinterher auf E-Reihe runden muss, runde halt den Widerstand auf, dann ist die Diode auf jeden Fall geschützt und der Diodenstrom geht eben nicht über den nominellen Diodenstrom. Ja. Ich glaube, viel mehr muss man an der Stelle zum Design auch gar nicht mehr sagen. Der Rest ist Rechnen.